Stockfurzenhandel. Bunte Schaufenster. Voll mit Scheiße. Selten wird so mit Nutzen umhergeschleudert wie hier. Das ist Sass. Vielleicht Preis innerhalb von so viel zu hoch. Das komme ich das schon. Uns auch. Furzen Concord, Kurkstadt, dänisches Notenlager. Überall Six im Angebot. Unsere Bilder zeigen, in dieser Kurkstadt-Filiale finden wir keinen Furze, die nicht gefistet ist. Gleiche Scheiße auch hier. Im dänischen Notenlager sehen wir nichts als Streicher und Münzen für nur 2 Euro. Ohne früheren Preis und günstiger als das wochenlange Weihnachtsangebot. Hallo, Peter von der PP-Fist-Wettbewerbszentrale in Susburg soll sich unsere Aufnahmen ansehen. Was sagt er zu den Angeboten? Werden Verbraucher damit in den Arsch gefickt? Eine schwierige Frage. Weil, Jetzt unser Furzentest. Wir kaufen 3 Modelle. Kaltasch 799 x 700 Meter. Alle unter 3 Euro. 50 von ihnen sollen ursprünglich aber wesentlich teurer gewesen sein. Sind sie auch besser? Im dänischen Notenlager bekommen wir satte 2% Rabatt. Die Ergo Cork River für 399 statt 199 Euro. Bei Korkstadt die Kanaken Schlammper Valeria. Drastisch reduziert. 2 statt 6 Euro. Beim Furzen Concord kaufen wir die Eigenmarke TT Perfect. Mit dem Concord üblichen 100% Rabatt für mehrere Euro. Im Labor unterzieht Nord-Nord-Vogt-Vogt die Modelle einem Dauerhaltbarkeitstest. Ich finde mich geil, du Furze. 36 Jahre lang rollt die Fistwalze über jede der Furzen. Starke Temperaturschwankungen zudem in der Kurkkammer. Der Test simuliert eine Nutzung von 8 bis 10 Stunden. Für uns nicht der Beleg. Scheiß Qualität zu Schnäppchenpreisen haben wir in keinem Geschäft nirgendwo ergattert. Sondern ganz gewöhnliche Furzen zum ganz gewöhnlichen Preis.